liebe Boxsportfreunde, ich habe heute die Ehre, einen chinesischen Boxer aus unserem Verein zu verabschieden. Er hat sich weitergebildet. Was bist du geworden? Also, er wird nicht mehr bei uns boxen, aber ich habe gesagt, ich wollte ihn nicht einfach nur seine Heimat schicken. Ich wollte ihm wenigstens hier im Ring mal Danke sagen für seinen Einsatz in Dortmunder Boxsport 2050. Lin Gao hat noch einen Bruder, Zen Gao, das sind Zwillinge, der kommt aber heute Abend nicht. Und er wird auf jeden Fall die Grüße und die Urkunde und so weiter alles mitnehmen und ihm überreichen. Ja, Lin. Hier die Abschiedsurkunde. Dank und Anerkennung für die aktive Zeit als Boxer bei Dortmunder Boxsport 2050. Lin Gao hat 20 Kämpfe bestritten, die meisten davon gewonnen. Er war 1912 Westfalenmeister der B-Klasse im Leichtgewicht. Also ein super Boxer. Wenn man sich weiterbildet, wenn man heiratet, dann verabschiedet man sich vom Boxsport. Aber wir wollen ihn nicht vergessen. Für seine Gattin ein Blumenstrauß. Er wird noch was sagen. Ja, noch kurz. Also, ich bin noch nicht noch bei der. Ja, wie das Hummer gelandet. Dass ich schon mal hier stehen darf und dass ich hier diesen Verein auch hoffen darf. Und insbesondere natürlich bei Herrn Dieter Dierisch bedanken. Er war mein guter Trainer und ist leider vor einem Jahr losgegangen und er war immer Vorbild für uns gewesen. Hat dann manchmal das erste Mal im Training, also besser gesammelt und hat auch manchmal zwei Trainingseinheiten in Heimgebracht. Das ist eine große Erfahrung. Und die Namen und meine Namen möchte ich bei Ihnen alle bedanken. Die Kämpferinnen Atari und Hanna wieder zum Ring.